Tschüss. Zickzack-Muster bei Socken sind doof. Du kannst nicht verlassen, solange du den... Achso, um das ging es ja hier. Ich hätte gedacht, das war der Vater, der sich da Sorgen gemacht hat um das Kind. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt einfach weiter. Ich könnte jetzt nochmal einen Fampi fangen und da einen Baum, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Brrribum! Ist da Celebi drin? Fliederwald. Lasst uns für den Geist und das Leben, das diesen Wald erfüllt, dankbar sein. Spencer, der stalkt uns wieder. Natürlich, natürlich. Ich habe weitere Informationen über den vermissten alten Mitbürger. Du musst jetzt einfach geradeaus gehen, dann kommst du schon an, irgendwie. Er hat sich augenscheinlich verirrt, nachdem er von wilden Ultrigarier durch den Wald gejagt wurde. Die Ultrigarier des Fliederwalds verschlucken Eindringlinge und spucken sie dann außerhalb ihres Territoriums wieder aus. Okay, okay. Wenn du meinst. So. Also, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie keine fancy Socken oder so. Einfach so einfarbige und das passt schon. Und Zickzackmuster. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt wirklich irgendwie was Fancyes ist, wo viel eingenäht ist oder so, dass man das dann auch spürt. Ne? Die Naht, wenn da irgendwie was zusätzlich drauf genäht wurde. Das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich nervig sein kann. Aber sonst ist wurscht. Man sieht Socken sowieso nie. Also ist ja eigentlich wurscht, wie es generell ausschaut. Würde ich sagen. So. Die Schmusi-Wusi-Socken sind aber geil, Gänste. Ja, die Schmusi-Wusi-Socken. Natürlich. Sind die geilsten Socken, die es gibt. So. Achso, ich darf nicht mal... Alter! Voll aggressiv, das Vieh. So. Handschuhsocken sind doof. Das hört sich sehr dumm an. Ich weiß auch nicht, warum. Welchen Zweck sollten diese Socken dienen? Vielleicht gibt es ja Leute, die sowas angenehm finden, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Wenn Handschuhe schon irgendwie ein bisschen einengend sind, kann ich mir das bei Socken noch ärger vorstellen. So. Es gibt Pokémon-Socken. Ich glaube, ich habe... Oh, da ist ein Pikachu. Komm her. Mal so klein, so süß. Schaut euch das Viech an. Ich glaube, ich habe eh letztens irgendwo mal so ein Angebot gesehen. In irgendeinem japanischen Online-Shop oder so. So Pokémon-Socken. Was an sich auch interessant wäre. Allerdings denke ich mir da... Die Socken sind... Oh, jetzt habe ich zwei wieder freigelassen, natürlich. Da denke ich mir eigentlich immer wieder dabei. Es ist... Woher kommt das Viech auf einmal? Es ist Japan. Japan, da sind meistens kleine Menschen. Mit kleinen Füßen. Ich glaube, das sind... Und das habe ich dann auch gesehen. Die Socken sind dann ziemlich klein. Und ich will keine kleinen Socken haben. So. Oh, come on. Und dann noch so nervig, nicht? Endlich. Ich habe mich schon gefragt, wie soll man das Viech einsammeln? Ohne es irgendwie zu schwächen. Ich glaube, ich gehe mal. Ciao. Einfach so spontan. Ja, dann. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. I appreciate that. Und so. Danke, danke schön. Und... ja. Viel Spaß noch, was du jetzt auch immer machst. Oder eine gute Nacht. Nein! Ach ja, und Herzen. Ich kann gerade keine Herzen machen. Deswegen denk dir die Herzen. So, Schmusi-Wusi. Warum lese ich das schon wieder? Bösartige Ultrigarier, halte dich fern oder verschlucki, schlucki, schluck.
Alter, was macht das Viech hier? Was macht es hier? Was ist denn los? Ciao, was los? Was ist denn los? Was ist denn los? Er sagte, er fragte, er sagte, was ist denn los? Was ist denn los? Er fragte und sagte, was ist denn los? Was ist denn los? Er fragte und sagte und fragte und sagte, was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Und er sagte, was ist denn los? Und er sagt dann, was ist denn los? Okay, ich höre schon auf. Bester Soundtrack ever. Welcher Soundtrack? Ja, von meinem Kanal. Ich bin ja selber ein Videospiel. Wusstet ihr das nicht? Und ich habe dementsprechend auch einen Soundtrack. Sag mir nicht, ich muss irgendwie den richtigen Baum finden. Da muss ich ja wieder raus. Mit Funpiece. Funpiece herumhantieren. Oder war da noch irgendwo ein Weg? Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du hast mich doch nie. Ja. So nervig. Wie konnte der Mann sich eigentlich verirren? Wenn er hier angegriffen wurde und wahrscheinlich mal verschluckt. Der wurde sicher mal verschluckt. Dann landet er eh wieder am Anfang. Also wie kann der da sich dann noch irgendwie verirren, wenn er eh zum Anfang wieder hingeleitet wird? Ergibt irgendwie keinen Sinn. Nachdenklich bin ich tun. Deutsch nicht so gut jetzt war. Ich schluckt fair wahr. Oder so. Wie die Pokémon immer ausrasten. Oh, come on. Ich will ja nur wissen, was da links unten ist. So, lasst mich doch in Ruhe, ey. Dum, 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 dum. Ja, da wie das Viech das versperrt. Hat das kein Leben oder was? Ja, komm, 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 komm. Dankeschön. Das Ultrigaria hat irgendwie genauso einen roten, so eine große Stirn wie ich. Ich fühle mich angegriffen. Haben wir was mit Zerschneider? Natürlich nicht. Wir haben alles Mögliche, aber nur das mit Zerschneider nicht. Ach, ist doch wurscht. Ich will jetzt zu dem alten Mann, der ist alt. Ein alter Mann, der ist alt und der sagt alte Sachen und trägt alte Socken, so wie es alte Männer tun. Ich weiß wieder, tolles Lied. Ich sollte wirklich mal ein Album machen. Wie würdet ihr mein allererstes Album nennen? Ohne zu wissen, wie meine Tracks... warum darum? Ohne zu wissen, wie meine Tracks denn so heißen würden und so. Da Gunta, Knurr, Knurr, dieser grauenhafte Ort, das legendäre Pokémon. Murmel, 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 alles wegen diesem Hastings. Knurr, 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 die kriegen ihre Quittung. Wartet nur ab, Murmel, 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 ich bin gar nicht böse, Murmel, Murmel. Hey, mich so zu erschrecken. Du sollst wissen, dass man nicht einfach jemanden heranschleichen tut. Hm, ich verstehe. Du bist ein Ranger aus Ringstadt. Du bist spät dran, aber vielleicht erwarte ich auch einfach zu viel von der Ranger-Vereinigung. Lass dich mal ansehen. Lass dich mal beschnuppern. So riecht also ein Ranger. Hahaha, du bist ja fast noch ein Kind. Das hat das, was ich gerade gemacht habe, ein bisschen creepy gemacht. Aber ist ja wurscht. Wenn ich mal die Welt beherrsche, ist das, kann ich tun und machen, was ich will. Die Vereinigung schickt einen Grünschnabel. Das ist mal wieder typisch, ganz typisch. Hahaha, ich bin gar nicht böse. Aber das ist nicht dein Fehler, Kind. Ich war es, Gunther, der sich hier im Wald verlaufen und um Hilfe gebeten hat. Nun sei so freundlich und verrate mir auch deinen Namen. Aha, dein Sebi lautet Name. Hm. Und jetzt geleite mich aus diesem Wald. Okay. Oh, ein Iglava. Komm her. Auch wenn es hier ein bisschen komisch ausschaut. Komm her. Komm her. Kommt noch was? Nein. Yes, gefangen.
Dein Album heißt Im Himmel des Karmas. Okay. Dein ziemlich lauter Name. Ja, so schaut's aus. Nicht schlecht. Wenn ich es richtig verstehe, kann nicht jeder diesen Funcom verwenden. Das ist doch richtig, oder? Richtig, richtig, richtig. Und für einen erfolgreichen Fangversuch braucht der Ranger das, was du Gerechtigkeitssinn nennst. Hahaha, ich bin nicht böse. Aber was ist denn dieser Gerechtigkeitssinn, Sebi? Das ist doch dein Name, oder? Und was ist überhaupt gerecht? Wer entscheidet das? Und wer sagt, dass morgen noch der gleiche Gerechtigkeitsbegriff gilt? Und wer sagt, dass morgen nicht heute ist und heute nicht übergestern ist? Kicher! Böse Lache. Ich bin nicht gar nicht böse. Das war jetzt vielleicht etwas viel für ein Kind. Okay. Ja, komm. Sorry, voll, voll. Da muss ich dich freilassen. So. Dumm, dumm. Oh my goodness gracious. Hahaha, ich bin böses Pokémon. Dieses Gramox macht es sich über meine Orientierungslosigkeit lustig. Wenn ich mal die Weltherrschaft an mich nehme, werde ich Gramox ausrotten. Hahaha, ich bin gar nicht böse, nein. Grrr, du Gramox, was fällt dir überhaupt ein, mich einfach zu unterbrechen? Das lasse ich mir nicht gefallen. Du, nutzloser, aufmüpfiger, nichtiger, unhöflicher, aufgeblasener Blödmann von einem Gramox. Boah, ich bin so gut im Dissen. Als aufgeblasen bezeichnet zu werden, hat diesem frechen Vogel wohl nicht geschmeckt. Jetzt habe ich Sodbrennen. Bring mich auf schnellsten Wege aus diesem verflixten Wald. Ich bin gar nicht böse. Nee. Schau mich an, wie ich in die Luft starre. Das machen nur böse Leute, aber ich bin nicht böse. Okay. Komm, Iglava. Fackel das ab. Was laberst du wieder für einen Scheiß? Das bin nicht ich. Das ist der Alte. Ich weiß ja nicht. Die ganze Zeit. Irgendwie. Habt ihr Störungen oder so? Weil vorher das mit den Farben, obwohl alles okay war. Und jetzt, dass ich irgendwie was laber, obwohl ich nicht laber, sondern der alte Mann. Ich kann nicht reden. Ich muss wieder meinen Senf dazugeben. Ho, ho, ho. Gute, böse Lache. Schau wieder in die Luft. Das machen nur böse Leute, aber ich bin nicht böse. Beeindruckend. Vielleicht kannst du mehr als alte Männer zu eskortieren. Muahahaha, ich bin nicht böse, obwohl ich lache. Nein, das sollte eigentlich anders klingen. Du hast das jetzt nicht gehört, okay? Ich bin böse. Nein, ich bin nicht böse. Egal. Etwas schneller, wenn ich bitten darf. Ich will das Schild lesen. Das interessiert mich mehr als du. Wie kannst du das zum zukünftigen Herrscher der Welt sagen? Endlich. Böseartige Bibor, greif dich eins an, dann renne! Nee, kein Bock. Hey, Pikachu, komm her. So niedlich. Wer ist das? Ich mag den. Was? Du magst den Oberbösewicht? So. Nee. Warum mit dem Pikachu da oben? So. Aber das gibt Erfahrungspunkte. Oh, come on. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass... Ja, ich weiß, dass ich es bin, der da seine Kreise dann immer wieder schmaler zieht, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Pokémon fetter werden. Und dadurch alles ruiniert wird oder so. Bibium. Oberbösewicht wohl eben. Oberdummel. Was? Und bitte nicht solche Ausdrücke. Sowas möchte ich nicht lesen. Dass sich... Oder sagen wir es so. Weil ich ja vorher Arsch gesagt habe. Keine Ausdrücke, die sich jetzt wirklich gegen eine Gruppe von Menschen richtet. Und das so gesehen als Schimpfwort gehandelt wird. Zum Beispiel Schwuchtel. Das sagt man nicht. Oder... Was hatten wir noch? Was ich oft immer wieder lese, Mongo. Das... Sowas nicht, okay?
Das andere ist auch nicht so hundertprozentig okay. Arschgeschicht. Ich kann nicht reden. Aber immerhin noch besser als so welche Begriffe. So. Und dich gefangen und dich gefangen. Boah, jetzt läuft's. Ja, ich sag's ja nur. Du musst aufpassen, sonst kommt dieser Oberbösewicht daher und wird wieder dir eine Vorlesung machen. War das nicht Vanni? Ich glaube, du hast ja mal letztens so ein Retweet gemacht von der Aussage, dass so ein kleines Mädel Jugendliche korrigiert hat, weil die Mongo gesagt haben, aber sie hat dann gesagt, das heißt eigentlich Mango. Das fand ich lustig. So. Mann, so ein Abspaß niedlich. Lass dich fangen. Ich wurde gerade von einer privaten Nummer angerufen. Sagt die, ich lege jetzt auf. Mein Gott. Woher hat die deine Nummer? Ich gehe ja grundsätzlich nicht an irgendwelche Nummern, die ich nicht eingespeichert habe. Deswegen sage ich auch immer, letztens bei meinem Bewerbungsschreiben habe ich dann auch geschrieben, dass man mir auf das Band reden soll, wenn ich nicht zu erreichen bin auf meiner Nummer. Weil ich grundsätzlich nicht abhebe bei fremden Nummern. Wenn wer was braucht, kann er aufs Band reden und ich kann dann zurückrufen, wenn er mir nicht zu suspekt vorkommt. Das ist bei mir, ja, so. Es geht auch anders, ein bisschen offener, würde ich sagen, aber da bin ich doch ein bisschen eigen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, das ist auch richtig so. Weil die Leute, die ich eingespeichert habe, die sind die wichtigen. So wichtig können dann die anderen Leute ja nicht sein, die mich dann anrufen. Eventuell. Naja, es kann Polizei oder so sein, wenn mal was passiert. Aber man kann ja aufs Band reden, für sowas gibt's sowas. Dementsprechend, dann weiß ich, um was geht, wenn irgendwie Polizei oder irgendwas, wer Wichtiges anruft, dann weiß ich, okay, das ist jetzt wirklich jemand, wo ich zurückrufen soll. Und dann rufe ich zurück. So einfach geht's. Weil, wie bei dir jetzt, Vanni. Es gibt einfach suspekte Leute, die nicht immer was Gutes haben wollen. Und du hast da auf jeden Fall richtig reagiert, würde ich jetzt sagen. Für Geschwätz hast du also Zeit. Wie er einfach weiß, dass ich hier mit euch rede. Aber das stimmt halt. Richtig erkannt, Vanni. Und auch richtig reagiert. Einfach dann aufgelegt. Weil welche fremde Person ruft bitte jemand an und fragt, ob man auf eine Schule geht, auf eine gewisse? Das macht doch keiner. Und ja, bei Kindern, ja, man ist halt auch noch minderjährig, aber wenn man wirklich Kinder anruft, das ist ja dann noch um einiges schlimmer. Und private Nummer, ist das, dass man nicht mal die Nummer sieht? Deswegen private Nummer? Oder wie kann ich das verstehen? Da gibt es ja die Einstellung, dass man nicht mal die Nummer sieht, wenn man angerufen wird. Wenn das der Fall ist, dann würde ich auch nie rangehen. So. Sonst noch was? Ja. Aber auf jeden Fall, falls sich sowas anhäuft, Vanni, würde ich sicher mal die Polizei anschalten. Weil sowas ist sicher nicht normal. Uah! Ist das dieses nervtötende Krambox? Es als dämlich zu bezeichnen, hat wohl gesessen. Ich bin böse, aber überhaupt nicht böse. Nein. Wo soll ich denn jetzt hin? Das ist die Frage der Fragen. Dum, 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 bum, bum, bum. So entspannend die Musik hier beim Speichern.
Das müssen sich eigentlich viele Spiele mal abschauen. Einfach beim Abspeichern eine entspannende Musik zu haben. Hey, da ist ja ein neues Mon. Das werde ich mir holen. So. Natürlich wieder da unten. Immer in die letzte Ecke, nicht? So nervig. So. Dum-dum-dum. Das ist halt auch eine Frage bei Kindern, sagen wir jetzt schon im Grundschulalter, ob es überhaupt passend ist, dass die schon irgendwie so ein Smartphone haben oder so. Man kann wahrscheinlich dagegen eh überhaupt nichts machen, weil die Eltern das da wahrscheinlich anders denken, aber ich denke jetzt... Keine Ahnung, Grundschulkindern schon irgendwie iPhones zu schenken oder so. Ich weiß ja nicht. Wir hatten ja früher nicht dieses Problem, würde ich sagen. Weil früher, ja, hatte man vielleicht so Handys, aber wisst ihr, wie die früher ausgeschaut haben? Das waren so Trümmer, wo man nicht wirklich sehr viel machen konnte. Aber heute sind die Standardtelefone, kann man sagen, die auch Kinder haben können, schon so weiterentwickelt, dass halt wirklich gefährlich wird. Das war bei uns ja früher nicht der Fall, weil da konnte man nicht sehr viel machen damit. Aber jedes Handy kann sich jetzt schon mit dem Internet verbinden und es ist leicht zu bedienen, das alles. Also sollte man sich da schon auf jeden Fall mal Gedanken machen. Die Frage ist eher, warum hat mich die Person um gleichen Tag heute angerufen. Das sind jetzt ein paar von vielen. Die Frage ist halt auch, woher hat der deine Nummer? Sonst würde ich einfach sagen, wenn einmal dich jemand angerufen hat, kann es aus Versehen sein oder irgendwie was anderes, wo man vielleicht sich denken könnte, okay. Wobei, das ergibt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Der ruft dich gezielt an. Da blockieren. Ich würde da zumindest mit den Eltern mal reden. Ob ihr die Polizei einschaltet, das ist eure Sache. Aber wenn der wirklich jetzt schon öfters an verschiedenen Tagen angerufen hat und dich zum Beispiel fragt, ob du in diese Schule gehst, würde ich persönlich schon die Polizei einschalten. Blockieren kann schön und gut. Aber was, wenn der mehr von dir will? Wenn der schon die Nummer hat. Ich würde da auf jeden Fall schon mit den Eltern reden. Und je nachdem, ich würde da auf jeden Fall spontan schon sagen, auch Polizei mal einschalten. Oder da mal nachfragen, was man da machen soll. Lieber jetzt schon mal nachfragen. Und es stellt sich dann heraus, dass es eh nichts Gröberes ist, als dann überhaupt nichts zu machen und ja, dann dazustehen, wenn es jetzt wirklich was Ernsteres ist. Nicht diese, sondern Sebi in eine gewisse Schule. Grundschule, schon größere Handys haben als ich. Naja, wie schon gesagt. Aber die Nummer kann ich nicht blockieren. Wie gesagt, das sollte man eigentlich schon klären. Nicht ignorieren. Ignorieren sowas halte ich nicht für die beste Lösung. Weil man weiß ja nie, welche Leute da draußen herumlauern. Gell, Gunther? Schon wieder dieses Gramurks. Es scheint wirklich einen Groll gegen mich zu hegen. Beeindruckend. Warum wohl? Ich bin gar nicht böse. Nee, das kann nicht der Grund sein. Aber was hat es mit diesem schwarzen Dunst auf sich? Wieso klebt er so? Egal. Bringe mich auf schnellsten Wege aus diesem dunklen Elend von einem Wald. Nee. Ist das Gramurks jetzt in den Baum rein? Ich würde da gar nicht noch einmal warten, wenn der eh schon mehrmals angerufen hat. Dann ist das für mich schon Zeichen genug, dass man da schon mal eingreift.
Nein. Ich wollte doch nur das eine. Das ist nervig. Da will man nur nachschauen, ob da irgendwas ist. Und da geht es. Was zum Kuckuck? Es wird doch nicht versuchen, uns aufzuhalten. Nun, auf was wartest du? Dein Stichwort, Ranger. Fang endlich dieses ärgerliche Gramox. Nee. Kein Bock drauf. Besonders jetzt, wo ich so viele Pokémon freigelassen habe. Weiß Bescheid. Naja, wie schon gesagt, das müsst ihr jetzt privat klären, ob ihr jetzt auch so weit gehen möchtet, eine Polizei einzuschalten. Ich würde auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und in diese Richtung arbeiten. Oh, natürlich. Das Spiel weiß, wie nervig das ist. Nervig, 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 nervig. Ich habe es doch schon eingefangen. Oh, so nervig, ey. Mann, ey. Müssen sie so blöd bewegen. Kann das aufhören? Ja, ich habe es doch. Ja, natürlich. Dieses Timing, ey. Wie ich keins gefangen kriege. Das ist schon wieder dieser Fall hier. Dieser Fall, der mich so tierisch nervt. Dass ich es eigentlich gefangen habe, aber dann beim Absetzen noch den Fehler habe. Dann halt so. Hier auf Nummer sicher gehen, würde ich sagen. Fangom, yes! Kriege ich jetzt Level up und werde ich aufgefrischt? Ja, das ist mal praktisch. So. Ich gehe mal zu ihr und sag das jetzt. Gut, mach das. Du bist jetzt eh wahrscheinlich schon weg. Also wirklich, manche Menschen, die... Ich weiß noch nicht, was mit denen los ist. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Auch wenn ich in der Zeitung immer wieder da von diesen Pädophilen lese. Da haben sie ja jetzt in Österreich so eine Internetseite oder sowas. Oder mehrere Leute festgenommen, die jetzt da in diese Richtung gearbeitet haben. Und das will mir einfach nicht in den Kopf. Was läuft da mit diesen Menschen schief? Ich denke, zu sehr soll ich mich da eh nicht drauf versteifen. Wenn ich was ändern möchte oder das wirklich wissen möchte, dann könnte ich in diese Richtung mal arbeiten. Aber will ich das wirklich? Wenn ich weiß, dass so gesehen Kinder eher meine Schwachstelle sind, glaube ich, wäre das nicht so gut für meine Psyche, in diese Richtung zu arbeiten, weil dann kommt man mit diesem Material in den Kontakt und eben mit den Denkweisen und ich denke mal, das wäre zu brutal. Also auch da Respekt an die Leute, die gegen solche Leute arbeiten, die sich sowas anschauen müssen und sich mit der Materie beschäftigen müssen. So. Und so, wie läuft's gerade im Poké Ranger? Das siehst du doch, Kawa. Meine hat, woher diese Nummer? Meine, außerdem hat sie gesagt, wenn du nochmal auf soll. Okay. Hm.
Ach so, sie hat sich auch gefragt. Ich habe jetzt das so gelesen, dass sie irgendwie weiß, woher diese Person die Nummer hat. Aber wenn sie sich auch fragt... Ja, dann würde ich dann auch sagen, wenn das nochmal passiert. Und wenn das nicht aufhört, würde ich wirklich die Polizei mal einschalten. Vor sowas sollte man nicht zurückschrecken. So. Ah, habe ich von bösen Menschen gehört. Ich bin gar nicht böse, auch wenn ich jetzt in die Luft starre und das nur böse Leute machen. Nein, 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 ich bin nicht böse. Hahaha. Nach dem Fang des Gramoks hat sich der schwarze Dunst gelüftet. Hat das Pokémon diesen Dunst verursacht? Ich schaue schon wieder in die Luft. Hahaha. Abschalten. Hahaha, ich nicht böse bin. Aber wir sollten uns nicht mit diesem widerwärtigen Vieh herumärgern. Lass es besser frei. Wie viel meiner Zeit willst du noch vergeuden? Bring mich aus diesem Wald. Ich bin gar nicht böse. Hahaha. Okay. Da kommen wir einfach da raus, okay. Das war die Power-Rock-Bande. Ich hab gehört, dass man sie überall schmäht und verspottet. Das finde ich als ihr Anführer gar nicht okay. Haha, ich bin gar nicht böse und nein, nicht ihr Anführer. Was ist allerdings an diesem Ruf dran? Vielleicht werden sie einfach nur ganz und gar missverstanden. Das sage ich nur, weil ich der Anführer bin und versuche, dir Sympathie gegenüber dieser Gruppe von Personen einzuflößen. Einfach ganz sneaky sneaky in das hinterste Eck deines Gehirnes einpflanzen diesen Gedanken, dass du da Mitleid bekommst. Ich bin gar nicht böse, haha. Wer weiß, vielleicht können sie ja mehr als manche Ranger, die noch nicht einmal einen alten Mann eskortieren können. Muhahaha, ich lache, das tun nur böse Leute und ich bin nicht böse. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Von hier aus finde ich den Weg alleine. Mein bescheidener Meinung nach wärst du ja warst du ja durchaus erfolgreich in deiner Mission. Ich habe unsere kurze Zeit genossen, Ranger aus der Ranger-Vereinigung. Muwuwahaha, gar keine böse Lache, ich bin nicht böse. Muhahaha, wuwahahaha. Mission geschafft. Da 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 da. Muhahaha, ich hab dich angerempelt und lache blöd. Ich bin gar nicht böse. Muhahaha, ich stehe immer noch da neben dem Screen, auch wenn man mich nicht sieht. Aber ich möchte noch das gesagt haben, bevor ich gehe. Muhahaha, tschüss. Was alter Herr, der werden musste? Da wirkte Muhahaha eine Lache. Hallihallo, gerade Mission hat sich gelohnt. Möchtest du mehr hören? Schultern gezuckt. Nein, die erzählen trotzdem. Umfangreiche Mission, die ich normalerweise nie erhalte. Aria, Plättchen nach Power-Rock-Bande gesucht. Das weiß, kann, das hat Mission nicht leichter gemacht. Müde, zurückkehren? Ja. Willst du speichern? Ja. Willst du? Ja. Und so heirateten Sebi und Moritz. Und wie war ihr Name nochmal? Die andere mit dem Plüssel. Die wurde eifersüchtig und hat Moritz getötet und Sebi entführt und hat eine Zwangsheirat mit Sebi gemacht. Mit dem Mädchen im Schlepptau. Okay. Dieser ältere Mitbürger war sicherlich etwas verschroben, aber er hatte wohl auch Angst und war gar nicht böse. Es war bestimmt eine Erleichterung, dass er dich in diesem dunklen, unfreundlichen Teil des Waldes an seiner Seite hatte. Du hast dich von seiner unfreundlichen Art nicht aus dem Konzept bringen lassen. Rundherum gute Arbeit. Sebi, Rang 7!
Und noch etwas, Sebi. Du kannst nun bis zu 6 Pokémon, Freunde. Bei dir haben. Und zu guter Letzt, Sebi, du darfst dein Funcom nun mit einer Partnerleiste von 4 Segmenten verwenden. Irgendwie geht das ziemlich, ziemlich schnell. Und jetzt? Ich frage mich immer noch, was dieser ältere Mitbürger, der gar nicht böse ist, muahaha, an dieser Stelle des Waldes wollte. Da stimmt etwas nicht. Was? Ich werde angeschrieben und nicht von Spencer? Plot-Twist schlechthin. Vielen Dank, dass du Percy bei der Rettung seines Quacks so geholfen hast. Falls du dich im Moment nicht auf einer wichtigen Mission befindest, how convenient, dass ich dich genau jetzt anschreibe, wäre es nett, wenn du nach Sommerlingen kommen könntest. Ich habe etwas für dich. Es ist etwas sehr Tolles, du kannst dich also schon mal darauf freuen. Andreas hat dir eine Nachricht geschickt und möchte, dass du nach Sommerlingen kommst. Ich realisiere gerade, dass das vorher nicht Andreas war, den ich vorgelesen habe, sondern Moritz. Der hatte ja wie ein Fleckmund geredet, aber das habe ich voll verschwitzt. Ah, apropos Schwitzen, du gehst jetzt nach Sommerlingen. Yes, yes. Dragoran-Boost kannst du jetzt auch verwenden. Das ist da oben, falls du das noch nicht gecheckt hast. Okay. Du drehst dich, oder Sebi? Nee, du drehst dich. Nee, du! Also, hallo, ich hab die Neuigkeiten schon gehört. Nicht schlecht. Du möchtest nach Sommerlingen, richtig? Dann halt dich fest. Das würde ich sagen, wenn es nach mir ginge. Aber leider ist es nicht immer so einfach. Du kannst leider nur auf dem Dragoran-Bus reiten, wenn dich das Dragoran als wahren Ranger akzeptiert. Fühlen sich alle wichtig. Und wie du erreichst, dass dich das Dragoran akzeptiert, fragst du natürlich einfangen, oder? Bist doch ein Ranger, dann fange das Dragoran. Oh. Genau so funktioniert es, Sebi. Erinnerst du dich noch an die Briefe, die du uns geschickt hast? Die hat das Dragoran gefressen und ausgepupst. Es ist voll auf Revenge aus, weil du hast seine Mutter damit beleidigt. Weißt du das? Ja. Das, was ich gerade im Spiel gesagt habe, das stimmt nicht. Du hast dieses Dragoran beschimpft. Nun, Sebi, jetzt hast du die Chance, deine wahren Worte in Tat umzusetzen. Das ergibt gerade irgendwie nicht wirklich viel Sinn mit der Geschichte, die ich jetzt erfunden habe, aber egal. Okay, Sebi, bist du bereit? Nein. Alles klar. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Aber du hast doch nichts gemacht. Doch. Was? Einmal tief eingeatmet. Ach so. Okay, Sebi, bist du bereit? Ja. Gute Antwort. Dann mal los. Leg all deine Emotionen in diesen Fangversuch. Oder du kannst es auch niederstechen und es dann so einfangen. Das könnte auch gehen. So. Alter! Voll auf Drogen, ey. Habe ich da gerade richtig gesehen? Hat aber nicht wirklich sehr viel Erfahrung, schon viel Erfahrungspunkte dafür, dass es nur 3 Leben gehabt hat. War das jetzt ausreichend? Sebi ist bereit. Dieser Fangversuch war eine ziemliche Show. Eigentlich nicht, aber egal. Es erinnert mich irgendwie an Spencers Stil. Dragoran, akzeptierst du Sebi als wahren Ranger? Es hat meine Mutter beleidigt. Never ever! Dragoran, unterstell diesen jungen Mann so etwas doch nicht. Aber er hat es doch gesagt. Wo sind die Beweise? Die habe ich aufgefressen. Tja, jetzt stehst du blöd da. Also benimm dich endlich mal. Es scheint mir so, als ob Dragoran die Emotionen von Sebi sofort verstanden hat. So gehen wir jetzt hier ran, okay? Glückwunsch, du kannst nun mit dem Dragoran-Bus reisen, wann immer du möchtest. Mit diesem Dragoran kommst du auf schnellsten Wege zu jeder der Ranger-Basen. Jetzt muss ich an den Zustand Base denken. Basisch. Es gibt ja sauer, neutral, basisch.
Jetzt muss ich wieder an Naturkunde denken. An meinen Schwerpunkt im Studium. Naturwissenschaften. Okay. Die du schon besucht hast, weil die anderen, das ergibt keinen Sinn, warum du da nicht hinkommst, aber es ergibt Sinn. Okay, so machen wir das jetzt. Grüße Andreas von mir, wenn du in Sommerlungen ankommst. Sommerlinge, nicht Sommerlungen. Und du sagtest, der hätte etwas Tolles, das er dir geben möchte. Das siehst du ja dann, wenn du vor Ort bist. Okay, Dragoran, es ist Zeit zum Abheben. Mit Höchstgeschwindigkeit nach Sommerlingen, Sebi, festhalten! Dir werde ich's noch zeigen, du blöder Ranger. Ich werde dich fallen lassen. Oh, Mist. Ich war ja schon zu schnell und habe ihn nicht im Meer fallen gelassen, sondern genau vor der Basis. Hallo, Sebi. Wie läuft es mit den Fangversuchen? Ich wette, du wirst immer besser. Andreas hat dich nach Sommerlingen gerufen, oder? Ich werde ihn holen. Bin sofort wieder da. Schiebt mich erstmal zur Seite, okay. Sebi, willkommen, willkommen. Haben letzte Mal bedankt, ich etwas bekommst. Kommen Sie an. Ich stehe dir jetzt im Weg, weil ich ein Wichtigtuer bin. Tut mir leid, Sebi. Andreas hat diesen Drang, komische Sachen zu verschenken, die niemand wirklich will. Er meint, er ist nicht wirklich böse. Das macht die Situation vielleicht doch schlimmer. Okay. Wow, das habe ich mir schon als kleines Kind gewünscht. Was ist das? Und Safra mehr gefunden. Kannst haben. An dich fragst, kann dir darauf Antwort geben. Dieses Ding ist ein Unterwasserfahrzeug. Ein tauchfähiges Boot. So sieht es auch aus. Es wurde vor etlichen Jahren gebaut. Ich glaube, sein Name lautete Mantax Marin. Aber in seinem jetzigen Zustand ist es nicht mehr als ein Haufen Schrott. Genauso wie du. Deswegen hat Andreas dir das geschenkt. Hey, das stimmt gar nicht. Doch. Okay, mir egal. Hätte ich nur die richtigen Teile, ich könnte es zu einem voll funktionsfähigen Tauchboot machen. Warte mal. Schrott. Einspruch. Einspruch! Schönheit einfach. Sieh doch, kommt regelrecht ins Schwärmen. Schrott, kein Schrott. Sebi! Sebi, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Was macht die Karriere? Oder bist du... Du hast mich endlich akzeptiert? Während meiner Patrouille habe ich tief im Dschungel ein altes Gebäude gefunden. Weißt du, was es ist? Dschungelrelikt, sagt das Spiel, aber ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Irgendwas Prüfungen, sagt das Spiel mir jetzt gerade. Ja, Prüfungen versucht, wie gut wirklich sind. Legende besagt, vierte, damit Prüfung letzte, vorsichtig. Sollte, recht laute Legende, Katastrophe. Als jünger Spencer Prüfung umzumessen. Ich stand Gefahren fernzuhalten. Du die Zeit wohl einmal aus näher sehen. Hör mal, Sebi, würde es nicht Spaß machen, unsere Fähigkeiten zu testen, so als frisch gepacktes Paar? Wollen wir zum Dschungelrelikt? Nein. Ich hab hier das Sagen, hast du vergessen? Okay. Das ist die richtige Einstellung. Ich wusste, du würdest nicht Nein zu mir sagen, Sebi. Wenn ihr versuchen wollt, erkläre ich besser wohl. Wenn ihr das Dschungelrelikt, Hügel, Tief, Wachso, Sebi, Persi, Stein, Seltsam, versteckter Schalter. Besteht innere Dschungelrelikt, seid vorsichtig. Ein Steinstatue! Eine! Buchstabe verschluckt! Ich schäme mich so sehr. Verstanden, wir machen uns dann auf den Weg zum Dschungelrelikt. Dieses Ding ist ein Ding, das gedingt wurde. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Was ich mich jetzt frage... Wo willst du denn hin, Sebi? Verlass mich nicht! Was weißt du jetzt? Das Dschungelrelikt liegt nicht in dieser Richtung.
Ich wollte ja eigentlich schauen, ob ich zurückreisen kann. Nee, wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwie offscreen was zu machen. Weil ich jetzt schon mit den Gedanken gespielt habe, okay, jetzt könnte ich mal Schluss machen. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt einfach mal. Applaus, Applaus, ich weiß. Dankeschön, du Speichergerät. Und ich schau mal, wie viel Freiheit ich in diesem Dschungel hätte, rein theoretisch. Wobei ich mir denken kann, dass ich eh relativ bald mal wieder das Spiel streame. Vielleicht eh schon Montag oder Dienstag am Abend. Okay, ich könnte hier wenigstens hier rumhantieren. Machst du Schluss? Ja, weil aus dem Plan, jetzt irgendwie bis zur nächsten Ranger-Basis zu kommen, das wird nichts. Weil ich glaube, das wird jetzt doch noch ein ziemlich langer Teil hier mit den Prüfungen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz genau. Kann mich auch irren und wir kommen jetzt gleich einmal in 15 Minuten zur nächsten Ranger-Basis, aber ja, ist ja wurscht. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. War jetzt eh lang. 5,5 Stunden. Jetzt so noch 1-2 Wochen nicht mehr streamen. Oder? Waren es jetzt eine Woche oder 2 Wochen? Ich glaube 2 Wochen. Oder? Egal. Es war lang. Und ja. Wann wir das nächste Mal streamen werden, weiß ich nicht. Das werde ich auch wieder spontan entscheiden. Ich mache es einfach so, wie ich es jetzt immer mache. Wenn ich weiß, okay, am morgigen Tag möchte ich streamen, morgen am Sonntag sowieso nicht, da habe ich was vor, dann sage ich es auf Discord und Twitter oder am gleichen Tag, so um die Mittagszeit rum, dass man abends streamen und ja. Schauen wir mal. Eine Woche, glaube ich. War dann eh nicht so extrem lang. Naja, aber ich denke, ich weiß, warum sich das mehr als eine Woche angefühlt hat. Ja. Gut, auf jeden Fall war's das. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch bis jetzt ausgehalten habt. I appreciate it. Natürlich, natürlich. Sowas nehme ich nicht als selbstverständlich an. Das möchte ich jedes Mal loswerden. Ich weiß, das weiß man mittlerweile, wie ich dazu stehe, aber das möchte ich immer wieder betonen. Weil so macht es auch irgendwie mehr Spaß. Sonst mache ich halt wieder ganz offline Let's Plays, die ich aufnehme und dann veröffentliche. Aber wenn ihr da seid, dann ergibt das auch Sinn, ein Livestream zu machen, weil was wäre ein Livestream ohne Zuschauer? Einfach Let's Play Sessions, die man aufnimmt. Naja, Dankeschön, Herzen für euch. Herzen für euch alle. Und ja, ich sage Tschüss. Lasst euch hier noch einmal mit dieser wunderschönen Farbe alleine und sage Dankeschön, wo ist er? Wo ist der Filter so? Da, schau dich das an. Das Rote Meer. Wir befinden uns beim Roten Meer. Das war's, Leute. Hat wieder Spaß gemacht. Herzen für euch alle. Macht's gut. Bye, bye. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und seid gar nicht böse, obwohl ihr nicht böse seid, obwohl ihr böse seid. Karma, siehst du das Schwarze Meer? Habe ich extra für dich jetzt rausgeholt. Das Schwarze Meer, das Rote Meer. Natürlich. Kommen keine Herzen mehr. Schade.
dann heißt es Tschüss. Nach meinem schönen Tanz. Wie hat er dir denn gefallen, Karma? Mein schöner Tanz. Da, die Herzen. Auf das habe ich gewartet. Jetzt warte ich noch auf die Reaktion von Karma. Und dann gehe ich. Tschüss, tschüss. Ah!